Ihr Lieben, ein neues Gewässer bei The Fischer Online. Jetzt geht es nach Polen und hier in Polen am Fluss San angeln wir auf Forellen zum Beispiel. Wie und wo und mit welchem neuen Setup, das zeige ich dir jetzt. Also, hier an dem neuen Gewässer können wir ab Level 15 erfolgreich dann auf Forellen angeln. Ich befinde mich hier gerade ganz am Ende der Map. Es ist quasi ein Flussabschnitt, den wir hier beangeln können. Da hinten, hinter dem dicken Busch um eine Kurve, da ist dann die Base, da startet man. Und dann geht das Gewässer auch noch ein Stückchen weiter. Wir haben gestern im Livestream hier schon ordentlich rumgeangelt und uns ausgetauscht, was man und wie man hier am besten angelt. Und man kann nicht nur Spinnfischen und Fliegenfischen an dem Gewässer, sondern man kann auch ganz hervorragend auf Grund angeln. Eine Position, die ganz gut funktioniert, ist tatsächlich hier am Ende der Map. Das heißt, wenn man hier seine drei Grundrouten zum Beispiel auswirft, mit Einserhaken und Fliege, oder genauso fantastisch funktioniert Einserhaken und die Grille. Da, es bimmelt schon direkt los. Dann hat man hier einfach die Möglichkeit, richtig gut auf Forellen zu gehen. Und die zweite bimmelt auch schon direkt los. Wir haben es jetzt gerade 17 Uhr. Es geht so langsam in den Abend hinein. Auch in der Nacht fängt man hier Forellen. Auch das funktioniert. Dies ist ein bisschen klein. Brook Trout, die Bachforelle. Oh, der war ein bisschen knapp. Da werfen wir ein bisschen weiter. So. Und das Schöne ist, mit diesem Gewässer schließt sich so eine riesen Lücke, die es gab. Es gab eine große Lücke zwischen dem 12er See und dem 18er. Gold Trout, die Goldforelle, auch hier drin. Auch jetzt beide noch unmaßig. Aber ihr seht hier an der Frequenz, et lübt. Es ist nicht immer und es ist auch nicht kontinuierlich so. Aber an verschiedenen Stellen, speziell da, wo so große Steine im Wasser sind, da läuft es eigentlich ganz gut. Mal in maßig, sehr gut. Komm, da werfen wir noch einmal aus. Und ja, das Schöne ist, wie gesagt, mit diesem neuen Gewässer, Level 15, hat man eben jetzt die Möglichkeit, eigentlich wesentlich effektiver und auch sparsamer durch das Game zu gehen. Das heißt, wenn man anfängt jetzt am ersten Gewässer, man kauft sich vielleicht die ersten besseren Routen im, na, ich sag mal so im 8-Kilo-Bereich, geht dann weiter nach Deutschland, zum Briesener See und kauft sich da dann nach einiger Zeit das 12-Kilo-Set für nur 100 Silber, Rolle, Route, Schnur 85, also insgesamt knapp 330 Silber. Fürs komplette Set. Dann kann man mit diesem 12er-Set da ganz erfolgreich angeln. Man kann am Level 8er-Gewässer noch erfolgreich angeln. Da kann man sich dann tatsächlich am 8er das Fliegenrouten-Set dann eher angeln. Und dann weiter zum 12er. Da wird es ein bisschen tricky. Da gibt es so eine kleine, na, ich sag mal, so eine kleine Phase, wo es auch schwierig wird. Wobei man da mit dem Boot fahren kann, wenn man dickere Fische hat. Man kriegt mit dem Boot dann auch die dicken Brocken raus. Oder man angelt am 12er ganz viel einfach auf die Karausche, was ja auch sehr gut ist, was sehr gut funktioniert. Und dann kann man quasi von 12 zu 15 und hier nochmal wieder richtig Gas geben. Dann hat man ein 12er Grundset, man hat das Fliegenset vom 8er Gewässer und dann kommt man hier eigentlich wieder in einen Bereich, wo man ganz entspannt wieder angelt und sehr schnell auch XP macht. Und Silber auch, denn die ganzen Forellen bringen ja richtig gut Silber. Ich werfe hier vorne nochmal aus. Auch hier wieder eine Stelle, wo sich zwei große Steine im Wasser befinden. Und hier kann man ratzfatz wieder ein paar Forellen rausziehen. Es gibt neben den Forellen, wir gucken einfach mal kurz rein,
Fish on Lake. Gehen wir mal eben aufs Handy hier. Fish on Lake. Also, es gibt die Brook Trout, die normale Forelle, den europäischen, die europäische Esche, den Döbel, die Goldforelle und den Taimen, der richtig gut reinhaut. Huchro-Taimen. Es ist jetzt nicht diese ganz große Taimen-Art, aber es ist schon ein Taimen, der ja auch hier richtig kampfstark ist. Wobei man beim Taimen vielleicht nicht zwingend mit diesem feinen, mit dem feinen Set unterwegs sein sollte, sondern vielleicht doch eher schon mit einer etwas dickeren Spinnrute. Da hatte ich auch schon dickere Exemplare an der Rute, die richtig lange ausdauernd kämpfen können, richtig Gas geben, super viel XP bringen. Komm ran hier. Brook Trout, Bachforelle. Schön, ne? Auch von der Färbung. Sehr geil, ey. Zack, komm. Next. Also es funktioniert hier super. Und es gibt eben noch ein besseres Setup. Wobei da ist echt die Frage, ob es sich wirklich lohnt. Also es ist schon so, dass man damit gut angeln kann. Ich zeige das gleich auch nochmal. Wir sind ja gleich hier am Shop. Die normale Forelle. Absolut Topfisch. Einer der geilsten Fische. XP und kohlemäßig sensationell. Die normale Trout, die normale Forelle, die man ja am Briesener See so schwierig bekommen hat, ist natürlich jetzt hier deutlich häufiger drin. Man sieht ja auch, wenn man reinschaut, wie die Fische, gucken wir mal eben hier, wie viele Fische drin sind oder welche Fische drin sind. Man sieht hier an dem Häkchen die Häufigkeit der Fische im Gewässer. Das ist diese Markierung hier. Das heißt, am seltensten ist natürlich dann hier auch der Taimen. So, da haben wir noch einen dran auf Fliege. Übrigens vom Setup her, das Setup ist jetzt ein bisschen zusammengewürfelt. Ich hatte ja zwischendurch den Fehler gemacht, dass ich mir nochmal Matchrouten geholt habe fürs 12er Gewässer. Das war nicht so gut, das lassen wir nächste Mal weg. Also mit der für nur 100 Silber sozusagen ist diese 12er Route um Welten besser. Die dicke Rolle hatte ich jetzt da drauf. Viel zu dick, braucht man eigentlich gar nicht hier. Ich bin auch jetzt vor kurzem runtergegangen, seit 2-3 Stunden bin ich mal runtergegangen auf ein 4,5er Vorfach. Ich sehe keinen Riesenunterschied. Ich hatte vorher ein 11 Kilo Vorfach dran, hat genauso gut gebissen. Man hat jetzt ein bisschen mehr Action vielleicht, wenn man einen größeren anbeißt. Einserhaken oder Zweierhaken sind die, die am besten funktionieren. Und dann natürlich bei den Einser- oder Zweierhaken. Jetzt befreien wir mal eben hier den Fisch vom Haken. Nochmal eine kleine. Bei den Zweierhaken merkt man, es ist eine etwas geringere Bissfrequenz. Dafür natürlich dann die größeren Fische. Bei den Einserhaken, genau, da geht das ratzfatz. Die Fliege passt halt nur auf den Einserhaken. Das heißt, wenn man hier mal bei den Baits, bei den Ködern schaut, steht ja immer die Hakengröße mit dabei. Probiert es aus, ob das auch auf dem Zweier funktioniert. Ich bin der Meinung, es funktioniert nicht. Oder nicht so gut zumindest. Wenn ich einen Zweierhaken verwende, nehme ich entweder den Grashüpfer. Der funktioniert super da drauf. Hab auch direkt nochmal deutlich mehr, also ich habe jetzt fast 400 Grashüpfer, oder halt den Schrimp, wobei der Schrimp recht teuer ist. Und dafür ist der Effekt nicht wesentlich besser. Rogen hatte ich ausprobiert, war nicht so gut. Alge hatte ich probiert, da gab es auch Bisse drauf. Auf dem Köderfischchen, da gab es auch Bisse drauf. Fischfetzen, da gab es keine Bisse drauf. Probiert ihr doch auch noch mal ein bisschen rum, schreibt mal unten in die Kommentare, mit welchen Ködern ihr auch noch hier Forellen oder vielleicht sogar Taimen fangen konntet. Bei den Kunstködern war es so, dass ich den Taimen, genau, mit meiner großen Spinnrute, 15 Kilo Spinnrute, war ich dann auf Taimen unterwegs und habe hier mit dem Blinker, mit dem dicken Blinker, hatte ich dann den meisten Erfolg in 12 oder in 18 Gramm.
Die kleinen Wobbler hier funktionieren auch. Und bei den kleinen Spinnern, da kommen wir jetzt zu, wenn wir jetzt gleich hier in der Base sind. Ja, es wird nochmal ein bisschen heller gerade hier in Richtung Abend. Kommt nochmal ein bisschen die Sonne durch. Sehr schön gemacht wieder die Map. Man ist hier wirklich in so einem kleinen Tal drin. Und hier natürlich wie immer das Reisemobil, der Händler und der Shop. Gehen wir mal kurz zum Fischhändler. Und da sehen wir auch schon, selbst hier die Unmaßigen bringen 4 Silber. Und auch hier Gewicht, Preisverhältnis, fantastisch. Es wurden jetzt, nachdem der Fluss rausgekommen ist, wurden die Fische nochmal alle ein bisschen genervt. Gerade auch die Goldtrout war unheimlich ergiebig von den XP. Das hat sich aber jetzt nach ein paar Stunden ergeben. Das ist alles weggepatcht wieder. Was aber auch gut ist, damit man hier nicht raketenmäßig einfach durchschießt, es soll ja auch immer noch irgendwie eine Challenge bleiben. Forellen fressen fliegen. Forellen fressen fliegen. Es gibt hier nur Fliegen zu kaufen. Nichts anderes als Lebendköder. Das heißt, für die Grashüpfer muss man dann erstmal woanders hin, um die einzukaufen. Und es gibt Spinner. Spinfishing. Die normalen, die es schon vom Briesener See gibt. Dann gibt es die etwas besseren. Da steht drauf fürs Fangen vom Grayling. Ja, funktioniert. Funktioniert aber auch für die anderen Fische. Und dann, also die waren 4 Gramm schwer. Und dann gibt es nochmal die wieder in 3 Gramm für, ja, Careful Trout, also für vorsichtige Forellen, gibt es dann auch nochmal diese kleinen 3 Gramm Köder. Damit man die richtig schön weit rauswerfen kann, gibt es eine neue Spinning Rod, die ich mir auch schon gegönnt habe, mit einem Köderwurfgewicht von 2 bis 5 Gramm. Richtig gutes Gerät, quasi eine Leitrute und dazu passend eine hochwertige Rolle. 2500er Spule. Die habe ich mir noch nicht geholt. Ich habe mir hier die günstigere geholt, um das erstmal testen zu können, weil ich war mal wieder pleite. Ich habe mal wieder zu viel Kohle ausgegeben. Das Schöne ist ja, man kann seine Fehler so ein bisschen abdämpfen, indem man hier quasi das, was man falsch gekauft hat oder was man nicht mehr braucht, einfach wieder verkauft. Wenn ihr also im Inventar seid und sagt, die Route hier, die brauche ich nicht mehr, dann nimmt man einfach alles ab, drückt rechte Maustaste drauf und geht dann hier aufs Verkaufen. Verkaufen ja oder nein? Nein, erstmal nicht. Ich behalte die Matchroute. Auch Posenangeln kann man hier sehr gut da hinten auf dem Stein. Da gehen wir gleich nochmal hin. Das ist so der letzte wichtige Spot. Das Spinning-Set, wie gesagt, ist ganz gut, aber es ist nicht überlegen gut. Das heißt, die Kohle könnte man sich sparen, das muss man, glaube ich, nicht ausgeben. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe es mir geholt. Ihr braucht den Fehler nicht noch zu machen. Holt euch vielleicht diese super dünne Schnur, das könnte sinnvoll sein. Weil die einfach super dünn ist, 200 Meter, 7 Kilo Tragfähigkeit, das ist schon geil, 0,08er Schnur. Oder ihr bleibt halt beim Fliegenfischen, was richtig gut ist. Da bin ich jetzt immer noch nicht eingestiegen. Ich glaube, das spare ich mir jetzt auch nochmal eine Zeit lang. Aber Fliegenfischen klappt hier mit Sicherheit fantastisch. Und auch hier gibt es jetzt die komplette Auswahl der zurzeit verfügbaren Fliegen. Alle verschiedenen Arten von Fliegen. Ich gucke gerade nochmal vom Gewicht. Genau, 3 Gramm, 4 Gramm, 6 Gramm und 2 Gramm. Also von klein bis dick. Sämtliche Fliegen dabei. Und beim Fliegenfischen, die Strömung geht hier von rechts nach links rüber. Einfach häufiger auswerfen. Die Fliege aufs Wasser setzen lassen. Ein bisschen treiben lassen. Und ja, dann quasi wieder einziehen, einzuppeln. Das ist eigentlich so die Handhabe beim Fliegenfischen hier im Game. Und das sollte funktionieren. Viel treiben lassen, das funktioniert eigentlich auch schon ganz gut. Hier vorne ist dann schon zu Ende. Das heißt, das ganze Gewässer ist diesmal nicht so riesig groß.
Aber was will man auch Großartiges noch machen? Man braucht einen Fluss, man braucht das fließende Gewässer. Man hat hier jetzt drei oder vier Stellen, die fantastisch funktionieren fürs Angeln auf die Forellen. Beim Posenangeln, wenn ihr mit der Pose unterwegs seid, auch hier funktioniert es ganz gut. Ich war hier mit 50, 60 Zentimeter Tiefe war ich unterwegs. Hab die von hier aus ausgeworfen, damit ich schon ein bisschen weiter im Wasser stehe. Das heißt, auch wenn ihr die Pose oder den Bügel dann zuschnacken lässt, die Pose treibt dann hier so ein bisschen mittig noch rein. Es gingen ganz gut die Bisse drauf. Das war gar nicht so schlecht. War gar nicht so verkehrt. Ich werfe jetzt hier nochmal zwei Ruten einfach so ein bisschen aus. Ich bin ja hier schon ein bisschen weiter im Wasser. Zack, guck mal, jetzt ist der Nebel gerade ein bisschen verschwunden. Da kommt da hinten der Baum zum Vorschein. Einmal, zweimal. Hier muss man gar nicht so weit auswerfen. Dann muss man auch gar nicht so weit wieder einkurbeln. Und dann nehmen wir jetzt mal hier die neue Light-Spinnrute. Super dünnes Gerät. Sehr, sehr fein. Und hier ist schon der neue Blinker drauf. Den ballern wir mal hier volles mit raus. Und man sieht, er fliegt auch echt weit. Und, okay. Okay, das war instant. Einer Forelle direkt vors Maul geworfen. Einholgeschwindigkeit 35, 40 bzw. 40, 50. Je nach Gewicht. Also, wenn es ein etwas schwererer Spinner ist, Blinker ist, ruhig ein bisschen schneller. Da haben wir wieder eine Bachforelle. Sehr schön. Und dann direkt nochmal raus. Zack. Und ich fand es immer ganz gut. Ich mache mal jetzt hier vielleicht auf 40. Wenn der Spinner, man sieht es vielleicht gleich da hinten, wenn er so knapp an der Oberfläche ist. Am Briesener See konnte man das ganz gut machen. Da konnte man nach fünfmal kurbeln, einmal Rechtsklick. Und dann kurz danach kam sofort der Biss. Das hat immer wieder funktioniert. Hier klappt es nicht. Jetzt drehe ich auch gerade mit der Strömung. Vielleicht könnte ich mit der Strömung sogar noch schneller einkurbeln. Da kommt er an. Dann machen wir mal gegen die Strömung. Fliegt richtig weit. Wenn man das vergleicht mit der normalen Route, mit der normalen Spinnroute, deutlich weiter mit dieser Leitroute. Allerdings, wie gesagt, hat man dadurch nicht wirklich einen wesentlich größeren Vorteil. Es ist nicht so, dass man jetzt durch diese Route deutlich besser was fängt, sondern man hat einfach echt seinen Spaß damit. Es funktioniert, wenn man Spinnen fischen will. Es funktioniert auf Forellen. Aber es ist nicht der Riesenvorteil. Das heißt, wenn ihr Gas geben wollt, eigentlich eher hier auf Grund am besten mit Grashüpfer. Jetzt haben wir hier den Grashüpfer gerade wieder. Grashüpfer oder Fliege. Das läuft fantastisch. Und ist nicht so teuer. Und wie gesagt, die Frequenz ist super. Zack. Large Brook Trout. Das ist richtig geil, weil das bringt richtig Kohle. Die Fische dann in groß. Und ich glaube, für den Timen, fürs Timen-Angeln mache ich dann nochmal ein extra Video. Weil allein der Drill, der kann dauern. So, den nehmen wir auch noch mit. Dann gucken wir nochmal eben kurz. Ja, achso, die Map. Die Map ist noch nicht da, wird aber mit Sicherheit die Tage kommen. Wir haben ja eh noch nicht damit gerechnet, dass das Gewässer hier da ist. Ja. 1,5 Kilo Fisch, 9,7. 1,5 Kilo Fisch, 9,7 Silber. Das ist schon richtig, richtig gut. Damit mal eben den Kescher gefüllt. Drei Fische, 12 Silber. Das ist echt top. Wie gesagt, die XP sind auch richtig gut. Es rast hier richtig durch, weil man eben ratzfatz den Kescher voll bekommt. Ich habe zurzeit immer noch den 50-40 Kescher, also 50 Fische, 40 Kilo. Man kann hier richtig schön den Kescher voll machen und super Silber verdienen. Das ist, glaube ich, das fehlende Stück gewesen, um danach erfolgreich auf Level 18 dann zum Karpfengewässer zu gehen und sich da dann
das richtig dicke Setup zu leisten. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.